Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es regnet und das passt zu dem Tag, denn ich werde heute Just Music besuchen gehen. Das ist heute der letzte Tag und dann wird dieses Geschäft leider für immer schließen. So, ich glaube, ich packe mal die Kamera weg, weil es wird immer mehr Regen. Achso, und ich sagte mal, bis gleich, ne? Schauen wir mal, was da noch bei Just Music los ist, aber ich vermute mal nicht wirklich mehr viel. So, ihr Lieben, ich befinde mich jetzt am U-Bahnhof Moritzplatz hier. Nein, das ist Just Music. Ich hatte eben schon was gesagt. Jedenfalls heute, wo ich das Video aufnehme, ist wie gesagt der letzte Tag. Wann dieses Video kommt, kann ich euch so noch nicht sagen. Und ja, gleich wird die Realität. Leute, es ist echt so traurig. Komm, wir gehen mal rein. So, in der Gitarrenabteilung gibt es keine einzige Gitarre mehr. Und der Raum wurde verkleinert. Ich konnte aus Musikgründen dort nicht weiterführen. Wir gehen jetzt in die nächste Etage. Ich glaube, das ist damit die letzte Etage. Hier ist noch eines der Räume, die man offensichtlich betreten darf noch. Ach ja, waren das noch Zeiten, ne? Als hier noch alles war. Aber ja, man muss schon sagen, es ist trotzdem heute für den letzten Tag doch einiges hier los, hätte ich gar nicht gedacht. So. Ich lese hier gerade so ein Schild. So uninteressant sehe ich gerade. Hier nochmal ein Ausblick aus Just Music.
mir die Tür küssen. Just music. So ihr Lieben, damit ist dieses Video beendet. Ich wollte noch einen kleinen Nachtrag euch bringen. Und zwar habe ich nebenbei aufgeschnappt, dass es diesen Laden hier wohl, wenn die Frau das richtig gesagt hat, seit 2013 gab. Also diese Filiale hier in Berlin, in dieser Straße, am Moritzplatz. Und ja. Warum ihr jetzt hier so viel seht, ist, weil ich hier keine fremden Leute unbedingt filmen möchte. Auf jeden Fall ja doch. Während ich so für euch gefilmt habe, war ich ein bisschen abgelenkt. Ich wusste ja, was mich erwartet, weil ich das schon von jemandem gehört habe, dass da fast gar nichts mehr gibt. Und also fast kaum noch Instrumente, alles mit Kisten. Ich wusste ja, auf was ich mich einlasse. Also es war dementsprechend nicht ganz so schlimm, wie ich für mich dachte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nur weil ich vorbereitet war. Ansonsten jetzt am Ende, als ich den Mitarbeiter gefragt habe, ob die in irgendeiner Form wiederkommen, hat er gesagt nein. Und das war echt schon, sag ich mal, mega hart. Da kamen mir dann doch ein bisschen die Tränen und ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Er hatte mir dann nur noch eine Liste gegeben, wo man halt quasi, wo es noch andere Musikgeschäfte gibt, aber wir wissen ja alle, dass Just Music, so schnell kann das kein Musikgeschäft oder so mehr nachmachen, beziehungsweise Just Music war echt einzigartig und genau, ich glaube, ihr hört es, ne? Ich glaube, da blutet doch bei einigen Leuten das Herz, es tut mir leid, ich habe da gerade jemanden gefilmt, versehentlich, obwohl ich schon unterhalte. Also ich bin jetzt wieder auf dem Heimweg sozusagen und genau, das hier, was ich euch jetzt hier alles gerade gezeigt habe, gehört natürlich nicht mehr zu Just Music, auf dieser Hinterhof dort nicht mehr. Ich wollte nur noch mal ein paar Gedanken loswerden und ja. Ich denke, es ist alles gesagt. Es ist leider wirklich sehr, sehr traurig. Ich frage mich, ob man nicht hätte doch mehr machen können. Irgendwie mehr Werbung, dass dieses Geschäft, vielleicht hätte es da noch irgendwie Unterstützer gegeben, der irgendwie diesen Laden hätte noch irgendwie vielleicht unterstützen können. Jetzt habe ich zweimal unterstützt, aber ihr wisst, was ich meine. Ich sag dann mal Tschüss. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch irgendwas sagen wollte, aber ich glaube, es reicht. Das Video wird unnütz zu lang. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, dass ihr das dann jetzt an der Stelle tut. Ein kostenloses Abo würde ich mich echt freuen. Und vielleicht, wenn der ein oder andere Besucher
oder Mitarbeiter von Jazz Music dieses Video hier sieht, vielleicht habt ihr ja Lust, dieses Video zu kommentieren. Ich weiß auch nicht, ich habe überlegt, ob es daneben war, diesen letzten Tag irgendwie kurz mal mitzufilmen, wie es dort aussieht, weil, ja, wie soll es aussehen? Aber ich finde, ich bin leider erst sehr spät auf diesen Laden aufmerksam geworden, jetzt ziehe ich doch weiter, aber wie gesagt, abonnieren nicht vergessen. guck mal, hier seht ihr noch ein Stückchen was von Berlin, dass wir hier wirklich auch in Berlin sind. wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ich weiß ja mal echt nicht, wo ich stehen bleibe, das ist echt so un... ja, also jedenfalls, genau, bei diesem, ob das jetzt mit dem Film, ja, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, wie gesagt, ich wollte diesen Tag festhalten, ich wollte ihn deshalb auch nochmal online stellen und wir haben, ich bin ja, genau, da bin ich stehen geblieben, hier ist Wind, ich weiß nicht, ob ihr das wieder hört, ich bin jetzt erst 2019 oder 20 auf den Laden gekommen, weil ich aber auch erst so 2019 oder so angefangen habe zu spielen. Davor mochte ich halt auch schon so ein paar, also ich war ja schon immer so auf Piano und so und hab mir auch früher mal aus irgendeinem anderen Geschäft so ein Bleistift und so geholt, weil ich gar nicht von Jazz Music, also so ein Bleistift mit Klaviatur da. Und das hatte ja eben, wie gesagt, Jazz Music auch, habe ich euch ja erzählt. Und die Leute, die ja da hingehen, ihr wisst es ja auch alles. Aber das war schon cool, wenn ich es früher gewusst hätte, dass es hier so einen coolen Laden gibt. Ich glaube, ich wäre viel früher gewesen. Einkaufen gegangen und so, wie auch immer. Und ich überschlage mich hier teilweise mit meinen Gedanken, wie ihr merkt. Jetzt zeige ich euch schon wieder diesen verregneten Hinterhof, aber ich sag euch ja, ne? Es ist das typische Just Music Wetter heute. So, also nicht das typische, sondern das typische Wetter für heute. Irgendwie so. Es spiegelt, glaube ich, so ein bisschen die Stimmung wieder. Und genau. Und dann noch ganz kurz, ja, warum ich das jetzt nochmal gefilmt habe, ist auch, wir hatten ja auch echt schöne Momente hier in dieser kurzen Zeit bei Just Music, muss man ja auch echt sagen, auch wenn ich nicht so lange mit diesem Laden irgendwie zu tun hatte, also als Kundin, hatten wir echt coole Momente, auch während der Pandemie, wo Leute einfach gespielt haben oder auch wir teilweise gespielt haben. Natürlich, ja, durfte man das in dem Sinne nicht richtig, weil ja Abstand zu halten war, aber trotzdem, das war echt mega cool, wenn da mal ab und zu Leute gespielt haben und man einfach ein Stückchen Musik noch hatte. Ein Stückchen Live-Musik, was ja während der Pandemie überhaupt gar nicht möglich war. Und hier haben die Leute einfach gespielt und die Instrumente ausprobiert und das war einfach cool. Und auch dieses kleine Studio da oben mit dem Schlagzeug. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ich hatte da ja Videos gemacht und vielleicht verlinke ich euch die oder guckt mal auf meinem Kanal rum. Jedenfalls. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich sie jetzt hier ranmache an diesem Video, die schönen Zeiten von Just Music, sage ich mal, dann wird dieses Video wahrscheinlich noch länger, als es jetzt ohnehin schon ist. Und ja, okay, Leute, ich bin fix und foxy und alle und traurig und überhaupt, habe ich jetzt schon tausendmal gesagt, hier guckt mal eine typische Berliner Stadttaube. naja, so. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und ja, falls ihr immer noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr freuen. Es ist alles kostenlos. Ihr würdet meinen Kanal unterstützen, auch wenn es nur ein kleiner Kanal ist. Aber gut, habt einen schönen Tag und ja, teilt doch in den Kommentaren eure Erinnerungen an Just Music.